Guten Abend und willkommen bei Hamburg Stream. Stream Nummer 26 ist da. Und man könnte manchmal denken, bei der Anzahl von Produktionen, die wir hier haben, irgendwann ist dann das Musikerreservoir in Hamburg doch erschöpft. Ist es nicht. Wir haben wieder Leute bei uns, die noch nie hier waren, und ich freue mich total darauf. Und ich muss auch sagen, ich habe wieder die Probe gehört. Das ist ein Privileg, das ich hier habe, zusammen mit dem Team. Und es ist toll zu sehen, wie immer wieder was rumkommt und denkt, wow, damit habe ich echt nicht gerechnet. Das wird sowas von toll. Ihr könnt euch also freuen auf das Quintett von Bettina Russmann mit dem großartigen Ken Norris an der Stimme, mit Heinz Lichius am Schlagzeug, Georgi Gnaze am Bass und Enno Dugnus am Klavier. Ach, und fast hätte ich es vergessen schon wieder. Wenn es euch interessiert, wer diese Leute so sind und vielleicht, wie sie so denken und was sie umtreibt, machen wir nach dem Konzert nochmal eine kleine Gesprächsrunde. Bleibt dabei. Spenden geht wie immer auf hamburg.stream. Danke euch. Viel Spaß. Thank you.
herzlich willkommen auch von unserer Seite. Das erste Stück, was wir gespielt haben, war ein Stück von mir, hieß The Release. Und es geht weiter mit einer Komposition von mir, Until Broad Daylight. Es beginnt mit einem Intro und dieses Intro handelt von jemandem, der nachts allein im Dunkeln durch den Wald geht. Und das ist sehr passend, denn wir sind hier quasi mitten im Wald. In der Tat. Shall forge a way through dark woods this night. It is the path you had to choose. While roaming, you will make acquaintance with this foreign place and with the darkness that surrounds you. Though wary at first and sensing that the blood in your veins might congeal with every step, the scenery will become more familiar. Crackling in the bush, an owl's call, and every furtive flutter of shadows. Know that the forest receiveth thee with all that in it lives, both nurturing and venomous, with beauty and with unspoken threat. A stranger here, these woods may seem devoid of life, yet myriad creatures do here breathe. Perhaps they will gather round you by curiosity aroused. Some will greet you and will linger a while in your company. Others shall come to investigate and wonder, will tonight you feast or be feasted upon? And then, when weary, lay your body down on the chilly moss and cover yourself with branches to be sheltered. The dark of night may be frightening, but be aware of the moon and stars above. And though thou feelest no warmth before the dawn, there is still a gleam inside from another sun, light years away. That sun shall be thy guide through forest deep and black, to help to keep your faith alive. Until broad daylight. The moon and stars up above are burning bright. Guide me all the way through dead of night.
what needs to be found until the grief is left behind, until my soul is finally willing to give in. The words once spoken have vanished in the air, and all that is left right here are love and care. So look me straight in the eyes now if you dare, until I find what needs to be found, until the blues are blown away, until the night turns finally into broad daylight. Ba-do-ba-do-do-day. Ba-do-ba-do-da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 -
The next song that we'd like to do for you tonight, ladies and gentlemen, is from Das nächste Stück, die wir sehr gerne spielen, ist von David Bowie. He left quite a big legacy behind him in terms of how we worked with the media, image, video, composition, and production. So we're happy to have rediscovered some of the older songs of David Bowie. This is a suggestion from Bettina. It's called Bring Me the Disco King. Promised me the ending would be clear. You let me know when the time is now. Let me know when you're opening the door. Start me in the dark, let me disappear. Memories that fluttered like bats out of hell stop you from the city spires, and life wasn't worth the balance or the crumpled paper it was written on. Don't let me know we're invisible. Hot cast days that you trailed around, cold, cold nights under chrome and glass, let me down a river of perfumed limbs, sent me to the streets with the good time girls. Don't let me know we're invisible. Don't let me know we're invisible. I don't know about you.
me the disco king. Bring me the disco king. Bring me the disco king. With those who slept like corpses, damp morning rays in the stiff back club, killing time, killing time in the 70s, smelling of love through the moist wind. Don't let me know when you're opening the door. Close me in the dark and let me disappear. Soon there'll be nothing left of me, nothing left to really. So we will dance, dance, dance through the fire. So feed me no lies. I don't know about you. I don't know about you. Breathe through the years, and I don't know about you. I don't know about you. Bring me the disco king, and I don't know about you. I don't know about you. Bring me the disco king. 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 Und von hier gehen wir in Richtung von wunderbarer Komponist Kenny Wheeler. Das Lied heißt Mark Time. Thank you.
that tells the time. See the brave day sunk in hideous night, when I behold a violet past prime and sable pearl, all silvered over with light. Weeping witch airs from healed in canopy, the herd and summer's covered it up in sheaves born, born on the bier with white and bristly beard. Then of my beauty do I question make, that thou among the ways of time must go, since sweets and beauties do themselves forsake and die in as fast as they see others grow. And nothing gains time, sight can make defense, save breathe. Es geht weiter mit einem Stück eines ehemaligen Schlagzeugkollegen, Gavin Gravesen. Und zwischendurch darf ich aber ein bisschen einflechten, was es hier zu berichten gibt. Wir haben circa 100 Leute, die gerade live zuschauen. Und insgesamt sind es 200. Also es sind auch einige Spenden zusammengekommen. Die Summe werde ich jetzt nicht nennen, aber ich mache nochmal den Hinweis darauf, wo man spenden kann. Und zwar auf der Webseite von hamburg.stream und auf der Webseite von der Jazz Federation. Da gibt es die Möglichkeit zu spenden. Vielen Dank. Kannst du das sehen? Ja. Ich habe so eine goldene Kugel, so eine Glaskugel. Danke. Bye.
Bevor es gleich noch eine kleine Podiumsrunde gibt, spielen wir noch ein Stück von mir, das heißt Trakenia. What does it mean, Trakenia? Das ist ein fiktives Land in der Nähe von Bulgarien. Shadows of light, our stories gone, obscurity after the dawn, blazing desire within my core, still holding on, I save the precious thank you.
count the clock that tells the time. See the brave day sunk in hideous nighttime when I behold the violet past prime and sable curls all silvered over with white. When lofty trees I see barren of leaves, were tears from heat did canopy the herd, and summer's green all girded up in sheen, born on the beard with white and bristly beard. This then of my beauty do I question, make that along among the wastes of time I must go. Shadows and light of stories gone, obscurity after the dawn, blazing desire within my core, still pounding on. I sing the precious memories of old, the King Eeyore. So, Christoph? Maybe somebody should just go get him. There he is. Hi, Chris. Danke euch. Danke euch für die schöne Musik. Ich bin gemein ein Instrument. Darf ich mich zu euch setzen? Bitte. Okay. Aber mit Abstand. Ja. Yeah. Yeah. Genau. Mit Abstand. Mit Abstand. Ja. Genau. Bettina, ich wollte dich zu deiner Musik etwas fragen. Und zwar, jetzt wo ich das ganze Programm gehört habe, mir ist durch den Kopf, was bewegt dich, solche komplexen Sachen, wie du zum Beispiel zu kombinieren mit so ganz, sagen wir, einfachen und zugänglichen Sachen wie dem Song von David Bowie. Warum machst du das? Nun, also David Bowie ist ein Klassiker, an dem kommt man eigentlich nicht dran vorbei. Den habe ich schon immer gerne gehört. Und vielleicht kann man einfach sagen, dass ich ein Faible habe für Melodien. Und ab wann eine Melodie jetzt kompliziert ist oder einfach ist, ist vielleicht auch ein bisschen Geschmackssache. Also jetzt zum Beispiel das letzte Stück war ja rhythmisch ein bisschen komplexer, aber die Melodie an sich, vor allen Dingen B-Teil, ist ja nicht so kompliziert gewesen. Nee, was ist denn eine Melodie? Eine sinnvolle Aneinanderreihung von Tönen. Genau, das ist eine etwas schwierige Frage, eine Frage der Definition. Yeah. What's a melody to you? I define melody. Yeah, yeah. I define melody by its characteristics. It has, to some degree, a describable shape. It has contour. It has a beginning and an ending. In comparison, I compare a melody to a scale. So a melody would kind of be the opposite of a scale in terms of the intention. And can be described by, yes, beginning, end, intention, contour, yeah. Warum baust du komplexe Elemente in deiner Musik ein? Wenn dir das einfache Element, das melodische Element, das Element des, sagen wir, Pop-Songs, weil David Bowie ist kein Jazzmusiker, ja. Wenn dir das so gefällt. Also ich mag Abwechslung und ich mag auch die Herausforderung. Ja. Und das ist es. Ja. I like the challenge. Like the challenge. Naja, letztendlich ist es ja auch so, dass man das schreibt, was man hört. Also wenn man Einfälle hat, musikalische Einfälle, die habe ich ja nicht bestellt, die kommen. Und wenn sie rhythmischer Natur sind, dann ist das auch in Ordnung. Woher kommen deine, das wollte ich dich fragen, woher kommen deine Einfälle? Ja, das sind Tagträume, das ist Fantasie, das kann alles Mögliche sein. Beobachtungen, Farben, Musik, die ich gehört habe, also Einfälle tauchen ja einfach auf, dann sind sie in dem Moment da und dann werden sie verarbeitet. Ja.
Was war deine Motivation, das Konzert heute zu spielen? Na, ich wollte meine Kollegen gerne mal wieder sehen. Ja, sehr gut. Aber wir spielen, aber wir sind ja nicht, wir sind ja nicht alleine hier. Also es sind ja jetzt doch ein paar hundert Leute, die uns sehen, gesehen haben, gehört haben. Na, es ist natürlich eine Möglichkeit, die Musik zu präsentieren, das ist ja ganz klar. Und im Moment kann man nicht live spielen, das ist sehr schade. Und das ist eine der wenigen Gelegenheiten, um zu spielen. Und die Gelegenheit wollte ich gerne beim Schopfe packen. Kann man deine Musik auch auf aufgenommen hören? Ja, gutes Stichwort. Wir haben nämlich eine CD aufgenommen, die ist quasi in der Endphase der Produktion. Und jetzt im Moment zu Corona-Zeiten ist ja nicht ganz klar, wann die rauskommen kann, aber ich hoffe noch in diesem Jahr, also Ende des Jahres oder so, soll die erscheinen. Genau, und es gibt noch mehr Stücke von mir und auch noch ein weiteres Stück von David Bowie. Das haben wir arrangieren lassen von Mischa Schumann mit einem Streichquartett. Okay. Das Kaiserquartett spielt dabei bei diesem Stück von David Bowie, das heißt Life on Mars. Ja. Die Besetzung ist auch noch erweitert durch Gitarre. Toll. Bei dem Stück und auch bei zwei anderen Stücken. Sehr schön. Ja, ich war fasziniert jetzt von dem weiten Bogen, den du gespannt hast mit deiner Musik. Ja, von den wirklich ganz, ganz super intensiven Sachen bis zu dem wirklich ganz kammermusikalischen Element. Das dann im zweiten Stück auch war, das hat mir sehr gut gefallen. Ja, ja, man fragt sich ja, wo man anfangen kann, so ein Repertoire aufzubauen. Und offensichtlich bin ich vielseitig interessiert und ich bin im Grunde auch schon dabei nachzudenken über die nächste und übernächste CD. Man muss ja irgendwo anfangen, aber ich mag auf jeden Fall Abwechslung und verschiedene Stilrichtungen und Fallhöhen. Ne? Man spricht auch über Fallhöhe. Guter Begriff. Yeah. Ken, there's something that I wanted to ask you. In this day and age, like in this time that we're in. In this time. Yeah. What's your motivation to do music, to sing? Because like when you sing, my feeling is when you sing, it's different than when you play an instrument, because it's really you. It's always like when I sing, I give a bit more. I expose myself more than I do. My soul is a bit more naked than it would be if I just play my instrument. What do you mean more? More what? More direct. It's more direct. Yeah. The feeling you get as a when you sing is more direct, or what you think you give through your instrument is also more direct. No, when I sing, it's my body that produces the sound, and I have words. Like sometimes you use words, but it's a part of what you do. Mm-hmm. So it relates much closer to how you feel at this time. Well, there's this thing kind of so there's like the performance moment when how you feel may or may not be important. You know, there's the thing that keeps us, that joins us all, is that we do have this musikalische Aufgabe. Somehow to perform the material, no matter what the mood is, and I think that's really mostly what I'm dealing with when I'm trying to perform these pieces. And actually, there's not a whole lot of emotion happening usually on stage for me. Not in terms of my own singing. This is more like trying to work this out. And perform. What turns me on, where I get emotional, is when I listen to what the band is creating together, and that has less to do with my own technique and performance process than the magic that happens when people perform together. And that's the thing that motivates me the most, and that's the thing that connects me to myself again when I'm singing. We live in a serious period. How does that affect you when you sing? I can't think about it too much when I sing. Yeah. That goes. Because I'm not an ice cube inside, and I'm very in touch with my feelings and spirit and my mind. So I have to put that a little bit on the side to get through these moments, and then when I'm at home not making music, then I have a chance to think about it. I think that
being able to be in the same room right now is almost a political statement in a way, in the sense that music, that we make music continue to happen. Well, thanks to you, we continue to make music happen, which is amazing in a time when people are not supposed to be together. I think that's radical, and that's all that I can say to the idea of being connected to the time in this particular context. But my political views are very, very clear, and in a way, I can't deal with them through this particular program. So we keep it on the level of music, the conversational attitude and aspect, the togetherness, the Gesundheitsmaßnahmen, the Abstand. We focus on the things that need to be done to make a performance happen. And that's already, I think, a lot of effort. Yeah, and a lot of fun. It is. Mm-hmm. Thank you, Ken. Habt ihr noch ein Stück für uns? Cool. Ich danke euch. Danke an Hendrik an der Kamera, an Julian an der Kamera, an Gian am Schnitt, Rainer an der Technik und wir sehen uns, was passiert noch alles? Dienstag auf jeden Fall, nächsten Dienstag spielt Giovanni Weiss hier mit seinem Quartett. Und am 23. Juni, was immer das für ein Wochentag ist, ist Ken wieder hier mit Vladi Sendetsky und dem Al Jarreau Tribute. Vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß noch mit der letzten Woche. Danke. Rest your aching head on a silky pillow. Let go of all the pain the day has left behind, and float away on dreams. Soon today will be only a faint memory, and troubles melt like drops upon the chimney tops. So float away on dreams, flying high, falling deep, always pushing borders until you find mere bliss won't come by order. So let me take you by the hand, lead you to another place. I'll hold you safe and sound, apart from all disgrace. We'll float away on dreams.
borders until you find mere bliss won't come by order. So let me take you by the hand, lead you to another place. I'll hold you safe and sound apart from all disgrace. We'll float away on dreams. We'll float away on dreams. Thank you.